Seit Samstag müssen wegen der starken Rauchbildung und der immer näher kommenden Flammen eines Waldbrandes Hotels auf der griechischen Insel Rhodos geräumt werden. Die Zahl der Touristen, die ihre Unterkünfte auch schon verlassen mussten, geht mittlerweile in die Tausende. Und es handelt sich laut der Behörden um die größte Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gegeben hat. Die TUI und andere internationale Reiseveranstalter, die haben alle Flüge auf die Insel erst einmal abgesagt. Ja, und direkt vor Ort unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Wie ist die aktuelle Situation? Bekommt man diese Waldbrände langsam unter Kontrolle? Also wir fangen mit guten und schlechten Nachrichten an diesem Morgen an. Die gute Nachricht, wenn man so will, ist, dass der Wind erneut gedreht hat, kommt jetzt vom Meer in Richtung Landesinnere, also weg von den Touristenhotels. Die schlechte Nachricht, es wird den ganzen Tag über relativ stark windig bleiben. Das heißt, die Flammen, die werden weiter angefacht und die schlechten Nachrichten, die sehen wir hier auch hinter mir. Wir sind jetzt gerade in Kiutari, das ist im Südosten der Insel. Die Flammen sind hier auch vom Landesinnern am Wochenende über die Berge hinübergekommen, hier runtergewandert und haben Teile der Hauptstraße komplett verwüstet. Cafés, Restaurants, teilweise auch Hotels. Das ist die Situation, die wir jetzt hier momentan haben. Vielleicht kann ich das kurz beschreiben. Kiutari im Südosten, ungefähr 80 Kilometer von Rhodos, vom Flughafen entfernt, knapp 90 Hotels. Das, was wir jetzt hier sehen, ist eine absolute Geisterstadt. Sämtliche Hotels wurden geräumt, alle Touristen wurden rausgebracht, in Richtung Norden gebracht, wo die Flammen momentan noch nicht wüten. Das ist die Situation hier, aber auch vor Rhodos. Andere Hotspots sozusagen, andere Regionen, die auch weiterhin in Flammen stehen. Die ganze Flammenfront auf einer Breite von 10 Kilometern. Hier der Überblick. Flammenhölle im Urlaubsparadies. Rhodos brennt noch immer. Auch in dieser Nacht gibt die Feuerwehr keine Entwarnung. Tausende Urlauber sitzen derweil auf dem Flughafen im Norden der Insel fest, warten auf ihren Rückflug. Behörden und Reiseveranstaltern machen sie teils schwere Vorwürfe. Wir müssen ehrlich sagen, dass wir uns alleingelassen fühlen. Es waren chaotische Verhältnisse im Hotel. Wir haben fluchtartig das Hotel verlassen müssen. Wir wussten auch gar nicht mehr, wo wir hingehen. Wir sind halt einfach der Masse hinterhergelaufen. Wir hatten keine Info vom Reiseveranstalter. 0,0. Also wir waren komplett auf uns alleine gestellt. Laut dem Auswärtigen Amt befindet sich ein Team der deutschen Botschaft vor Ort, um betroffene deutsche Staatsangehörige bei Bedarf konsularisch zu unterstützen. Die Feuerwehr kämpft unterdessen weiter an drei Fronten gegen das Feuer. Temperaturen von bis zu 46 Grad und starker Wind erschweren aber die Löscharbeiten. Allein am Sonntag sind 10 Löschflugzeuge, 8 Hubschrauber und 49 Feuerwehrwagen im Einsatz. Angesichts keiner bislang bekannten größeren Personenschäden ist man mit dem bisherigen Ablauf der Evakuierung aber zufrieden. Etwa 19.000 Menschen waren von der Evakuierung betroffen. 16.000 von ihnen wurden auf dem Landweg und 3.000 auf dem Seeweg in Sicherheit gebracht, während das Feuer in vollem Gange war. Dies ist die größte Evakuierungsaktion von Einheimischen und Touristen, die je in unserem Land durchgeführt wurde. Doch es brennt inzwischen nicht mehr nur auf Rhodos. Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa mussten mehrere Wohngebiete infolge eines Waldbrandes evakuiert werden. Und auch auf der beliebten Ferieninsel Korfu brachen mehrere Waldbrände aus. Am Abend wurden auch hier Evakuierungen eingeleitet. Dort, wie auf Rhodos, fliehen auch tausende Einheimische. Doch manche wollen ihr Hab und Gut nicht zurücklassen. Diese Frau weint und fleht. Mein Haus, hier wohnen wir alle zusammen. Unser Herz hängt hier dran. Bitte rettet uns. Immerhin. Ein Hoffnungsschimmer ist in Sicht. Am Donnerstag soll die beispiellose Hitzewelle zu Ende gehen. Dann sollen laut Vorhersage die Temperaturen wieder auf für die Jahreszeit normale 35 Grad fallen. So, und wir schauen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mal auf aktuelle Bilder des Flughafens von Rhodos. Und wenn man das so sieht, sieht das aktuell doch sehr geordnet aus, Steffen. Aber wir haben die Zahl von etwa 19.000 Menschen, die evakuiert werden mussten. Touristen, die aus ihren Hotels raus mussten, auch Bewohner, die ihre Häuser verlassen mussten. Die Touristen, wie kriegt man die denn jetzt von der Insel? Und die Anzahl der Menschen, wo kommen die unter, solange sie eben nicht von der Insel kommen? Und wie werden die versorgt?
Also man hat versucht, die Menschen umzuquartieren in anderen Hotels, aber auch beispielsweise in Turnhallen, Einkaufszentren wurden die Menschen untergebracht. Also es geht in erster Linie nicht darum, jetzt hier die Insel wirklich zu evakuieren, sondern die Menschen in sicherere Teile zu bringen. Das hat soweit ganz gut funktioniert in Orten wie dem, in dem wir jetzt hier sind, wo die Flammen direkt dann auch in die Stadt hineingewandert sind. Dort hat man das Ganze ja mit Schiffen gemacht. Da wurden zum Beispiel auch Touristenboote von der Polizei, von der Feuerwehr beschlagnahmt, um Menschen rausbringen zu können. Wir haben gerade hier auch die ersten Löschflugzeuge gesehen, die jetzt am frühen Morgen wieder unterwegs sind. Die versuchen, die Brände zumindest unter Kontrolle zu bringen. Dass man sie löscht in absehbarer Zeit, das ist unwahrscheinlich. Aber dass man zumindest es schafft, die Ausbreitung der Flammen zu begrenzen, das ist jetzt relativ wichtig. Es ist auch so, dass weiterhin Flugzeuge im Übrigen landen. Und es geht darum, dass teilweise Leerflugzeuge reinkommen und dann die Touristen rausbringen, also von der Insel runterbringen. Was wir allerdings auch gesehen haben, und das gehört auch zur Realität dazu, gestern mit einem Flieger, der reinkam aus der Schweiz, ganz viele Touristen, die gesagt haben, naja, das Feuer, das ist ja letztendlich eher im Osten, im Südosten. Wir sind auf der westlichen Seite, da sehen wir das nicht, da riechen wir das nicht, da bekommen wir das eigentlich kaum mit. Also es kommen weiterhin Touristen auch hier auf Rhodos noch an. Steffen, weiß man schon mehr darüber, was im Prinzip diesen massiven Brand auch ausgelöst hat? Ja, es ist extrem heiß. Ja, natürlich, der eine oder andere vielleicht im Wald unterwegs und ist nicht vorsichtig. Kann auch eine Glasscherbe sein, die dafür sorgt, dass sich etwas entzündet. Aber wir hatten ja auch durchaus schon Fälle, sei es in Griechenland, sei es in Spanien, in Portugal, wo es eben auch gelegt wurde, weil man versucht hat, Bauland zu generieren. Ja, ganz richtiger und wichtiger Punkt von der Feuerwehr und von verschiedenen Feuerwehrleuten heißt es, es gibt zumindest Anzeichen dafür, dass dieser Brand hier nicht natürlich sozusagen oder durch Versehen entstanden ist, sondern dass tatsächlich Brände gelegt wurden. Am Wochenende wurden auch verschiedene Verdächtige, möchte ich es mal sagen, verhört, Personen von Interesse, so hat es die Polizei formuliert. Da gab es Vernehmungen. Es gibt bislang allerdings noch keinen offizielles Statement von den Behörden, ob hier wirklich Brandstiftung Ursache dieser massivsten Brände, die Rhodos je erlebt hat, ist oder ob es eben doch ein Unglück war sozusagen. Wir rechnen damit, dass es da Erkenntnisse geben wird in den nächsten Tagen, gerade durch die Vernehmungen, die jetzt am Wochenende gelaufen sind. Steffen, recht vielen Dank nach Rhodos. Russland hat einen Drohnenangriff auf Moskau gemeldet. Nach russischen Angaben ist die Hauptstadt in der Nacht zu heute von zwei Drohnen angegriffen worden. Verletzt worden sei niemand. Es gebe auch keine größeren Schäden. Das teilte Moskaus Bürgermeister mit. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, der Versuch der Ukraine, einen Terroranschlag in Moskau mit zwei Drohnen zu verüben, sei vereitelt worden. Und damit schauen wir direkt zu Christoph Wanner aus Moskau, uns jetzt zugeschaltet. Christoph, welche weitergehenden Informationen gibt es da mittlerweile? Ja, es haben wohl zwei ukrainische Drohnen bis ins Stadtzentrum geschafft. Zumindest eine ist in der Nähe des russischen Verteidigungsministeriums runtergekommen. Die andere etwas weiter entfernt vom Zentrum, aber auch sehr nahe dran, möchte ich mal sagen. Die ist in ein Bürogebäude gekracht und die russischen offiziellen Stellen sagen jetzt, dass es gelungen sei, diese Drohnen zum Absturz zu bringen mit elektronischen Kampfmitteln. Das kann man jetzt erstmal so hinnehmen, verifizieren lässt sich das sowieso nicht. Kann natürlich auch sein, dass die Drohnen abgestürzt sind und dass da eben überhaupt nichts drauf eingewirkt werden konnte mit elektronischen Kampfmitteln. Wie gesagt, wir können das nicht beurteilen. Wir müssen das alles so wiedergeben, wie das hier von offizieller Stelle uns berichtet wird. Auf jeden Fall soll der Sachschaden relativ klein sein. Es sind auch keine Menschen zu Schaden gekommen, wie es heißt. Und es ist ja nicht der erste Angriff auf die russische Hauptstadt. Begonnen hat das in der Nacht zum 3. Mai, als der Kreml angegriffen wurde mit zwei Drohnen. Dann gab es den bisher vehementesten Angriff auf die russische Hauptstadt am 30. Mai. Und jedes Mal hatten die Hauptstädter Glück, weil
kaum jemand zu Schaden gekommen ist, also minimale Verletzungen, keine Toten. Und auch dieses Mal ist es wohl wieder glimpflich abgegangen. Und wenn man sich hier umguckt in Moskau, keinerlei Hysterie, keine Panik. Das Ganze geht hier seinen gewohnten Gang. Es ist eine 15, 16 Millionen Metropole. Und damit die Menschen hier aus der Ruhe gebracht werden, da muss dann schon mehr geschehen als eben nur minimaler Sachschaden. Nichtsdestotrotz ist es den Ukrainern wohl wieder einmal gelungen, ins Herz der russischen Hauptstadt vorzudringen. Es ist unklar, von wo diese Drohnen gestartet wurden. Immer wieder besteht auch der Verdacht, dass es ukrainischen Sabotagetrupps gelingt, diese Drohnen auch aus Russland zu starten, vom russischen Kernland. Wieder andere Quellen sagen, dass in der Regel aus der Ukraine gestartet wird und dass die Drohnen dann 600, 700 Kilometer zurücklegen. Wie gesagt, all das ist noch unklar. Christoph, aus russischer Sicht gibt es welche Entwicklungen entlang der Frontlinien? Also für Russland, immer aus russischer Sicht betrachtet, scheint es einigermaßen positiv zu laufen. Ganz im Norden des Kriegsgebietes, im Bereich Charkiw, da sind wohl die russischen Truppen auf dem Vormarsch. Es gibt da wohl auch kleinere Geländegewinne. Alexander Sladkov, einer der wichtigsten russischen Kriegsreporter, TV-Reporter und auch Blogger, sagt, dass es wohl da geschafft wurde, einen ukrainischen Konvoi zu zerstören mit bis zu 60 Fahrzeugen. Das lässt sich überhaupt nicht verifizieren. Was wir hier in Moskau mit einiger Sicherheit sagen können, ist tatsächlich, dass die Russen im Norden des Kriegsgebietes, also bei Charkiw, Lugansk und Donetsk, größere Kontingente zusammengezogen haben und auch angreifen und immer wieder kleinere Geländegewinne erzielen können. Für die Ukrainer scheint es positiv zu laufen im Bereich von Bachmut. Da gibt es einen Ort, der heißt Klischeevka, mit wichtigen Anhöhen. Wenn man die nimmt, dann liegt Bachmut direkt vor einem und dann hat man sozusagen die Kontrolle mit der Artillerie über diese Stadt. Und das scheint es den Ukrainern gelungen zu sein, tatsächlich diese Anhöhen zumindest teilweise zu nehmen. Weiterhin heftige Gefechte und insgesamt muss man sagen, dass wir es mit Positionskämpfen zu tun haben, mit einer Art Stellungskrieg, und das ganz wichtig und entscheidend sein wird. Wer hat den längeren Atem, wer hat den besseren Nachschub? Darauf wird es ankommen in diesem Krieg, und das wird dann auch darauf hinauslaufen, wer die Oberhand hat. Wer ist derjenige mit der besseren Logistik? Christoph, danke schön für all diese Erläuterung. Schon seine Alternative für Deutschland mit Substanz kam in der Partei der CDU nicht so wirklich gut an. Jetzt sorgt Friedrich Merz erneut für viel Kritik. Zwar bekräftigte Merz im ZDF-Sommerinterview, dass die Union weiterhin nicht mit der AfD kooperieren werde. Aber das gelte für Landes- und Bundesebene. Nach dem Wahlerfolg der AfD in Thüringen und in Sachsen-Anhalt müsse man das jedoch akzeptieren. In den Kommunen, da plädiere er für einen pragmatischen Umgang mit gewählten AfD-Vertretern. Es ist noch keine Woche her, da bezeichnete CDU-Chef Merz die Unionsparteien als Alternative für Deutschland mit Substanz. Das schaffte Verwirrung. Jetzt sorgt er für Empörung, weil er eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht mehr gänzlich ausschließt. Auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten. Es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Es ist in Sachsen-Anhalt in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Prompt hakt es Widerspruch in der eigenen Partei. So meint Berlins regierender CDU-Bürgermeister Kai Wegner. Die AfD kennt nur dagegen und Spaltung. Wo soll es da Zusammenarbeit geben? Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist. Und Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas, die auch im CDU-Präsidium sitzt, kritisiert, ob Ortschaftsrat oder Bundestag, rechtsradikal bleibt rechtsradikal. Für Christdemokraten sind Rechtsradikale immer Feind. Auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen betont das Kooperationsverbot der CDU mit der AfD und meint, jeder, der das ändern will, muss dafür auf einem Bundesparteitag der CDU eine Mehrheit finden. Rückendeckung bekommt Merz dagegen vom neuen CDU-Generalsekretär. Die Umsetzung der Brandmauer vor Ort sei schwierig, so Carsten Linnemann. Wenn es um eine neue Kita geht, könne man nicht nur deshalb dagegen stimmen, weil die AfD mitstimmt.
In einer aktuellen Umfrage liegt die AfD nun bundesweit bei 22% und damit nur noch 4 Prozentpunkte hinter der Union. Bei den Rechtspopulisten freut man sich über die jüngste Äußerung von Friedrich Merz, deren Vorsitzender Tino Chrupalla glaubt bereits, nun fallen erste Steine aus der schwarz-grünen Brandmauer. In Ländern und Bund werden wir die Mauer gemeinsam niederreißen. Für Teile seiner Partei spielt Friedrich Merz mit dem Feuer. Noch im Juni hatte der CDU-Chef nach eigener Meinung allerdings präzisiert, dass die Brandmauer dort bleibe, wo Gesetze gemacht werden, also auf europäischer Ebene, auf Bundes- und auf Landesebene. So, damit schauen wir zu Leonie von Randow. Leonie, lass uns sprechen über die Profilierung der CDU. Das, was wir da hören seit ein paar Tagen von Friedrich Merz, das gehört also auch dazu, zur Profilierung dieser Partei. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Ja, ich glaube, es haben in der vergangenen Woche schon einige schwer geschluckt, als eben Friedrich Merz diese Äußerung, wir haben sie eben noch mal gehört, getätigt hat, dass die Union eine Alternative für Deutschland mit Substanz sei. Und jetzt setzt er sozusagen noch mal einen drauf. Die Brandmauer, die beginnt zu bröckeln. Jetzt muss man sich daran erinnern, ursprünglich war ja Friedrich Merz mal angetreten mit der Devise, er wolle die AfD halbieren. Das hat er seitdem wieder zurückgenommen. Aber natürlich geben ihm die aktuellen Umfragen Werte jetzt ganz schön zu denken. Wir haben es eben noch mal gehört, nur noch 4 Prozentpunkte hinter der Union liegt ja die AfD derzeit. Und natürlich guckt man jetzt so langsam nicht nur in Richtung Landtagswahlen, die ja ganz akut in Hessen und Bayern im Oktober anstehen, sondern auch so langsam in Richtung Bundestagswahlkampf. Für Friedrich Merz ist jetzt sozusagen auch bald Halbzeit angesagt, denn die Ampel, die wird ja im Herbst sozusagen die Halbzeit erreichen. Und dann machen sich nach und nach so alle langsam wieder fit für den Bundestagswahlkampf. Und da muss Friedrich Merz eben auch innerhalb seiner Union befürchten, dass, wenn er seine Rolle nicht gut ausfüllt, sprich, wenn er nicht für gute Umfrageergebnisse sorgt, ihm unter Umständen da eben jemand seine Kanzlerkandidatur strittig macht. Zum Beispiel Hendrik Wüst, der Ministerpräsident aus NRW, der ja offen immer wieder ein bisschen damit kokettiert, dass er sich das durchaus vorstellen kann. Und je nach Umfragewerten in Bayern bei der Wahl unter Umständen sogar auch Markus Söder. Insofern wird das für ihn gefährlich und da reagiert er jetzt drauf, indem er eben versucht, die Umfragewerte der CDU wieder anzuheben und der CSU, indem er sich eben auch ein Stück weit für die AfD öffnet. Leonie, für den Moment Dankeschön. Und wir blicken nach Spanien. Bei der Parlamentswahl dort ist die konservative Volkspartei PP von Oppositionsführer Feijóo stärkste Kraft geworden. Feijóo selbst erklärte, er wolle nun versuchen, eine Regierung zu bilden. Aber ob das gelingen kann, ist schon fraglich. Spanische Medien zum Beispiel sprechen bereits von einem Szenario der Unregierbarkeit. Die konservative PP kommt nach Auszählung aller Stimmen auf 33% und 136 Sitze im Parlament. Für eine absolute Mehrheit sind aber 176 Sitze erforderlich. Auf diese Anzahl käme auch dann nicht, wenn er ein Bündnis mit der rechtspopulistischen Partei Vox einginge. Zweitstärkste Kraft wird übrigens mit knapp 32% und 122 Sitzen die Sozialistische Arbeitspartei von Ministerpräsident Sanchez. Und auch für ihn würde es nicht zu einer Mehrheit reichen. Wir haben uns gegen die Sozialistische Partei mit mehr Stimmen und Sitzen durchgesetzt und während die Volkspartei 47 Sitze gewann, hat die Koalitionsregierung im Vergleich zur letzten Wahl keinen einzigen Sitz gewonnen. Ich bitte die Sozialistische Partei und die übrigen politischen Kräfte ausdrücklich, die spanische Regierung nicht noch einmal zu blockieren. Wir haben die Wahlen gewonnen und wir haben es verdient, eine Regierung zu bilden. So wie es die spanische Demokratie eben will. Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben. Der deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil sorgt auf Instagram mit einem Tattoo für Aufsehen. Auf seiner Brust prangt das Symbol rechtsradikaler türkischer Nationalisten. Die Tätowierung zeigt einen heulenden Wolf und drei Halbmonde, Symbole der grauen Wölfe. Das ist eine ultranationalistische, rassistische und gewalttätige Bewegung aus der Türkei, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Özil, der steht ja schon länger auch wegen seiner Nähe zum türkischen Präsidenten Erdogan in der Kritik.
Nach der Entwarnung bei der Suche nach einer vermeintlichen Raubkatze bei Kleinmachnow südlich von Berlin wird heute die Analyse von gefundenen Spuren erwartet. Die Ergebnisse sollen Klarheit darüber bringen, ob es sich bei einem von einem Anwohner in der Nacht zum Donnerstag beobachteten Tier um ein Wildschwein oder vielleicht eben doch um eine Löwin gehandelt hat. Die Diskussion um ein Einwanderungskonzept, vor allem aber die Begrenzung illegaler Einwanderung nach Deutschland, die geht weiter. Und so fordert jetzt Hessens Ministerpräsident Boris Rhein bundesweite Grenzkontrollen. Ja, der Bund müsse endlich dafür sorgen, dass weniger Menschen illegal nach Deutschland kommen. Die geforderten Grenzkontrollen stellen eine Gegenposition zu Innenministerin Nancy Faeser dar. Die lehnt Grenzkontrollen bislang ja ab. An der bayerisch-tschechischen Grenze wird die Schleierfahndung zur Kontrolle von Grenzübertritten bereits genutzt. Laut bayerischem Innenministerium mit Erfolg. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein geht nun einen Schritt weiter und fordert, der Bund muss endlich dafür sorgen, dass weniger Menschen illegal nach Deutschland kommen. Dazu brauchen wir flächendeckende Kontrollen an den deutschen Außengrenzen, so Rhein. Die Forderung zielt in Richtung von Nancy Faeser, die Boris Rhein als SPD-Spitzenkandidatin im hessischen Landtagswahlkampf gegenübersteht. Stationäre Grenzkontrollen lehnt die Innenministerin aber ab. Boris Rhein fordert nun von Faeser die sofortige Anordnung von Grenzkontrollen, zumindest an den brisanten Grenzen. Zuletzt wurden illegale Einreisen verstärkt über die Belarus-Route von Polen aus registriert. Die Bundespolizei hat die grenzübergreifende Zusammenarbeit bereits intensiviert. Gleichzeitig wurden in Deutschland insgesamt deutlich mehr unerlaubte Einreisen gezählt. 2022 waren es im ersten Halbjahr noch gut 29.000 Fälle. In diesem Jahr waren es im gleichen Zeitraum knapp 16.000 mehr. Die Bundespolizeigewerkschaft fordert ebenfalls den Umstieg auf stationäre Grenzkontrollen. Dann dürften wir auch Menschen, die keine Bleibeperspektive in Deutschland haben, weil gegen sie ein Haftbefehl besteht wegen Ausweisung, Abschiebung, oder Menschen, die bereits in einem anderen europäischen Staat Asyl gefunden haben, die könnten wir dann zurückweisen. Das dürfen wir momentan nicht. Noch im Mai hatten sich die Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundesregierung darauf geeinigt, die Überwachung und Kontrollen an den Grenzen zu verschärfen. Eine Meldung von der Tour de France. Jonas Vingegaard hat als erster Däne zum zweiten Mal die Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige erreichte das Ziel der Schlussetappe in Paris mit dem Hauptfeld. Nach rund 3.400 Kilometern und 21 Etappen hatte er mehrere Minuten Vorsprung vor dem Slowen Pogacar. Im Vorjahr hatte Vingegaard seinen ersten Toursieg gefeiert. Die letzte Etappe gewann allerdings der Belgier Meus vom deutschen Team Bora Hansgrohe. Der Kinokomödie Barbie ist in den nordamerikanischen Kinos der beste Kinostart des Jahres gelungen. Sie verdrängte also der Film, also Barbie, das Atombombendrama Oppenheimer klar auf den zweiten Rang. Nicht so deins, ne? Nee, ich bin nicht mehr die Zielgruppe. Ich gebe es zu. Also ich habe meine Töchter gefragt, aber selbst die haben gesagt, vielleicht, aber mit dir schon mal gar nicht, Papa. Danke. Oha. Ja, schauen wir nochmal genauer drauf. Die Realverfilmung über eine Reise der berühmten Spielzeugpuppe und ihres Freundes Ken ins wirkliche Kalifornien hat laut Schätzungen bis gestern etwa 139 Millionen Euro allein in den USA und Kanada eingespielt. Und für die Regisseurin Gerwig ist das damit dann auch der beste Start eines von einer Frau verantworteten Films überhaupt. Das schreibt die Branchenseite The Hollywood Reporter. Es soll aber, Tatjana, tatsächlich auch dir bekannt einen bekannten Kollegen geben, der war glatt zweimal. Einmal mit Kumpels und dann mit seiner... Kumpels? Mit Kumpels. Wollen wir den, also ich, nein, keine Namen, keine Namen, Gottes Willen, keine Namen. Ja? Also das bleibt jetzt unter uns, aber den Rest denkst du dir. So, wir sind beim Wetter, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, wie kommen wir denn in die Woche? Morgen Kinowetter, bestes Kinowetter. Tatsächlich, ja. Dann naja, also heute bei uns noch warm, deshalb fühlt es sich so ein bisschen nicht ganz so an. Aber ja, es gibt viele Niederschläge, deshalb auch hier beispielhaft sozusagen der Regenbogen. Und vor allem, es kühlt sich ab. Was? Ich meine, man kann ja auch ins Kino gehen, wenn es sehr heiß ist. Das ist ja wohl klimatisiert. Aber ja, das ist wahr, so oder so. Barbie wird es nicht, das Wetter. Nein, in dieser Woche legt also der Sommer, kann man so sagen, eine kleine Pause ein. Guten Morgen, es erwartet uns, wie gesagt, nicht nur kühleres, sondern halt eben auch ziemlich unbeständiges Wetter mit zum Teil kräftigen Schauern und auch Gewittern. Im Norden Europas ziehen nämlich Tiefs durch, die auch unser Wetter maßgeblich in weiten Teilen beeinflussen. Und über dem Mittelmeer hält sich dagegen
als Gegensatz vor allem auch beständig das Hoch und damit halt eben auch dort die Hitze. Wir müssen uns in unserem Süden aber dafür wirklich auf teils kräftige Niederschläge einstellen, ausgiebigen Regen, ebenso auch auf durchziehende Gewitter, örtlich begrenzt mit Unwetterpotenzial durch Starkregen, Hagel und auch Sturmböen. Ja, und auch im Norden regnet es anhaltend. Ansonsten in den übrigen Landesteilen bekommen Sie dann auch mal trockene Abschnitte ab, in denen die Sonne auch zum Zug kommt. Vor allem das dann am Oberrhein und im Osten, da wird es zum Teil auch durchaus ganz nett. An der Ostsee haben Sie dagegen kein Glück. Also alle Urlauber, leider keine Sonne, dafür Regen und auch Wind. Und mit letzterem müssen wir uns generell, also verbreitet in der Nordhälfte, arrangieren. Und mit den Niederschlägen kühlt es sich von Westen her dann auch wirklich spürbar ab. Im äußersten Westen 20 bis maximal 24 Grad. Nur im Osten kann sich die Sommerwärme noch halten. Morgen hat sie dann wirklich nirgends eine Chance. Der Mittwoch wird dann der kühlste Tag der Woche. Dazu bleiben die da bleibt es mit Niederschlägen dann auch weiterhin noch wechselhaft, auch noch in den kommenden Tagen. Aber immerhin geht es dann mit den Temperaturen wieder so langsam aufwärts. Allerdings so wirklich will dann das Sommerwetter noch nicht an Fahrt aufnehmen. Müssen wir noch mal drüber sprechen, Maira? Kannst du jetzt noch mal in dich gehen und kommst vielleicht mit besserem Wetter wieder? Ich überlege es mir, okay. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob Maira wirklich die richtige Ansprechpartnerin ist, weil die vermittelt ja nur, was da oben scheinbar schief. Wir brauchen Schuldigen. Ja, ich weiß. Okay. Ich halte gerne die Wange hin.